Direkt Du unter weißt, dem. dass wenn du die Netherrack abbaust, dass dann diese Hellfische spawnen können, also Echt? zart, ne? Ah, okay. Was ist das Wäre für ein nicht das erste Mal, Geräusch? dass die Was ist dich das für ein killen. Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Warum geht hier Wahrscheinlich alles in ein die Luft? Gast. Hallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutok aufs Boot und wir spielen hier ein bisschen Minecraft Agrarian Skis mit dem guten Kindzipfel, der Moin, da hinten irgendwo moin. rumtollt. I can see his name. Yes. Ah, er will gerade in die Schmelze springen. Na, ich habe heute schon gebadet. In Salzsäure. Ah, okay, ja, gut. Die Bibi muss aber sauber werden. Ich brauche sowas da. Tin Ingot, Gold Nugget und Redstone. Okay. Ich brauche ja noch Blei gleich. Ein bisschen. Haben wir noch Gold Nuggets? Nein, da mache ich welche. Zack. Gold Nugget, zack. Aber klar, ist Tin, Tin, Tin. kein Lied Rin, Tin, drin. Tin. Rin, Tin, Tin haben wir auch nicht. Aber wir haben Tintblöcke da hinten bei dir, oder? Ich guck mal eine Was ich in Schmelze. Erinnerung habe. Molten Copper, Der Aluminium, schmelzt Iron, jetzt nichts. Gold. Nee, kein Block Tin. of Tin, 12 Stück. Ach, vielleicht ist hier noch Lead drin. Lead or Gravel. Geil, 21 Stück. Geil. Copper wäre hier auch noch drin gewesen. Oh, Da ist das nee. meiste drin. 9 Invar-Blöcke. Da hätte ich mir doch die Hardened-Version machen können. Mache ich das jetzt noch? Ja, Augen auf beim Eierlauf. Wann haben wir die denn gemacht? Wann haben wir denn so viel Invar Ferrous Ore besorgt? Ist voll der Aufwand. Fragst mich Sachen. So, das brauche ich dann, glaube ich. Jetzt habe ich aber schon zwei Oder? Steam Dynamos gemacht. Können zwei Leute gleichzeitig auf das ME-Terminal zugreifen? Ja, das haben wir letzte Runde schon gemacht. Ja, stimmt. Steam. Okay. Ah, es fehlen zwei Diamanten, verdammt. Oh, dann lagern wir mal ein paar Diamanten im System ein. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Jetzt weiß ich nicht, welches Jetpack ich mache. Also das Hardened ist wie kompliziert. Ich brauche 4 Invar und brauche 2 Compression Dynamos. Dafür brauche ich Tin. Ne, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ne, ich mache mir die Standardversion. Rintintin. Leather Strap? Okay. Leadstone Flux Capacitator. Lead, Copper, Sulfur. Ja, Sulfur. Sulf. Nix drin. Wie kriege ich Sulfur? Sulf. Kannst du irgendwie durch lass mich überlegen. Netherquarz aufmachen oder Netherrack kaputt machen. Ja, genau. Ah, jetzt habe ich schon wieder kein Kappa mehr. Hast du noch Kappa mitgebracht zum Ich habe Einlagern? ganz viel Copper. Warte. Ich kann dir Dann zwei lager Blöcke, am glaube besten ich, direkt geben. die Ingots rein. Blöcke mache ich rein. Hab gerade Blöcke Nee, drin. mach die Ingots rein. Ja, ist eigentlich recht. Weil Blöcke brauchen wir ja eigentlich nie zum Craften. Also Ja. fast nie. Muss ich mir merken, Copper ist im System. Jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Nee, ich steck fest. Ja, das ist immer noch schon So. lang. So, wer das Blei da durchrutscht, muss ich mal eben Lucky Lucky machen. Fressi Fressi. Blackberry Juice. Telefonsaft. Toll. Wie bekomme ich denn Grasblöcke? Ganz einfach, indem du sie abbaust. Mit, Nein, eben ja, nicht. die kannst du ja nur mit, ja, wie heißt das? Silk Touch holen.
Ne? Oder aber in meinem Blutaltar. Da brauche ich aber... Na doch, Weak Blood erlangt. Dirt, Seeds und Bone Meal. Machen wir es doch damit. Oh, wir haben 100 Steel Ingots. Cooles Ding. Da sind noch zwei. Die waren übrigens ziemlich viel Arbeit, also verpratzt die nicht alle. Natürlich nicht. Ja, wollte ich nur mal so anmerken. Ich baue mir ein Fundament aus Stahl für meinen Turm. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, genau. Danach töte ich dich. Sehr gute Idee. Ah, herrlich, herrlich. Ich habe nicht mehr so viel Iron hier. Muss gleich noch was einschmelzen. Ja gut, wie gesagt, ich habe halt aus dem ganzen Zeug Stahl gemacht. Ja. Nein, dahin und dahin und das im System, das im System. Und noch Kupfer. So, das war das. Ich muss ja auch noch. Da gehe ich gleich an einen anderen Table. So. Dann Red Stone. Redstone, ja klar. Red Stone unten. Und dann sehe ich mich. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich den Dirt jetzt eingelagert? Ich glaube ja. Ach ja. Werde mir Grasblöcke amagisieren. Oder wie man das nennt. Hm. Oh, irgendwas macht's auf jeden Fall. Redstone noch 4 Stück mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Das wieder weg. Dann zum Crafting Table und Redstone bla 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 machen. Sau cool. Keule, da. Keule! 2 Steam Dynamos. 1, 2. Jetzt habe ich 4. Die brauche ich auch. Na komm. So. Na komm, Jet. Leadstone Jetpack. Leadstone Fluxkapazität braucht Lead. Haben wir jetzt schon. Ja, Lead habe ich im Schmelze. Schnell wieder in da. Zack, 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 zack. Ah, jetzt ist natürlich dunkel. Lead. Ist auch kannst du mal Hayabubu machen? Okay. Und soll ich gehen? Bin schon auf dem Weg. Brauch nämlich Tag für meine Bienchen. So. Bin in Haya gegangen. Hab Sandmännchen gekocht. Mille grazie. Oha. Status No Error. Sehr gut. Es ist ja nun mal leider oft bei Minecraft-Maschinchen, dass sie einen kleinen Error haben. Nee, no error. Naja, aber es ist sonst bei anderen Maschinchen, manchmal ist es jetzt habe ich hier noch keine Blumen in der Nähe, das wird wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ja, no flowers. Dann brauche ich noch schnell Blumen. Ich bringe euch Blumen. Ich bringe euch Liebe. Nein, Blumen. Group. Haben wir hier drin vielleicht noch Flowers? Nope. Nein, no nicht die Blumen. Group. No Toka. Du weißt ja, wie man sie kriegt, ne? Nö, wie denn? Knochenmehl auf der Erde verteilen. So bekommt man die. Interessant. Ja, mit viel, viel Glück. Kannst auch die Gießkanne nehmen, aber es dauert Ewigkeiten. Vielleicht müssen wir eine Blumenwiese-Biom finden. Dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Oder vielleicht, wenn ich mich recht entsinne, spawnen die auch besser im Wald Blumen. Also da wachsen zumindest viele Blumen. Wenn man so. Guck mal, ob hier vielleicht einfach schon Blumen sind. Hier sind doch schon Blumen. Ja, da ist eine. Da nicht. Ich kann mir einfach nichts merken. Jetpack, so, nochmal. Da kommt Lead, okay, aber ich brauche erstmal den Fluxkapazitator. Ach ja, Sulfur. Brauche ich noch Netherrack, muss ich kaputt machen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Netherrack.
Also wenn, dann müssten wir auf jeden Fall noch einen Sludge-Spoiler was haben. Vielleicht der hat doch Netherrack. Ja, der produziert. Produziert. Das. Tainted Soil habe ich auch aus dem Dings. Soul Sand 51. Naja, aber dafür haben wir eine Produktionsstätte. Mal gucken, was der Sludgy-Boily so macht. Der Sludgy-Boily so macht die? Ach, der arbeitet immer noch nicht vernünftig. Der ist voll, hat voll Strom, macht aber nichts. Oh, der Böse. Was soll denn das? Ich baue den jetzt einmal mit der Hacke ab. Wo habe ich meine Hacke denn? In meinem Sack. No Arrow. Ah, jetzt geht's. It is working. It is working. Da. Star Peak. Star Peak. Oder das kann natürlich auch sein, es wird da einfach nicht. Ah. Nein, das ist unmöglich. Oh, noch ein paar Eier einsammeln hier. Am Sludge-Boiler bist du wieder drauf. Na, geil! War zu nah dran. Das meint Kinsey ist voll drauf. Ich glaube, das ist ein ganz banales Problem gewesen. Dass du voll drauf bist? Nee. Aha, warte mal, jetzt versucht er. Okay, er schickt irgendwas weiter. Ah, jetzt arbeitet er auch. Das ist doch schon mal gut, aber ich brauche jetzt Netherrack. Oder wo bekomme ich noch Sulfur her? Ich brauche nur einen. Ist nicht irgendwo noch Sulfur? Den gibt es einmal von Thermal Expansion und einmal von Natura. Aber ich, irgendwo haben wir da noch Sulfur. Unknown Silvery Dust aus Mariculture. Aha, der macht auch Sulfur. Bee Products von Dante Queen. Das ist wahrscheinlich die nächste. Oh, das wird noch ein bisschen dauern. Und bei Natura kriege ich aus Sulfur Cloud. Sulfur. Aber wo kriege ich eine Sulfur Cloud her? Gar nicht. Doch, im Nether gibt's die. Ach so. Da gehe ich aber nicht rein. Nicht ohne Jetpack. Das ist natürlich ein Dilemma. Ach so, ne? Du hast noch keinen, okay. Ich gehe mal was kurz in den Nether und buddel mich ein bisschen durch das Netherrack. Hast du unten keins mehr? Ne, ich habe gerade die letzten vier rausgenommen. Im Boiler. Im Boiler, echt? Mann, das ist ja eine Premiere. Oder zumindest seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr hier drin gewesen. Was bist du? Warum ist ein Huhn im Nether? Ah, keine Ahnung. Unser Netherhuhn. Und ein Esel. Ein Esel, ja, ja, den habe ich irgendwann mal da rein gezaubert. Ah. Mit dem Lasso oder was? Nö, der ist einfach dahin gelaufen, weil er Bock hatte. Okay. Ah, oh, das Huhn ist gerade runtergesprungen in meine Netherrack-Farm. Ah, da ist ein Loch. Ich muss tiefer. Oh ja, geil, tiefer. Da ist schon wieder ein Loch. Da muss ich noch tiefer. Jetzt muss ich aufpassen. Ist nicht wahr, ne? Oh. Doch. Ach doch, das ist ja. Alles gut. Ah, ich wollte ja noch was machen. Ein Quest können wir bald wieder beenden. Denn wenn ich das nicht gesehen habe. Wir sind ja auch voll auf dem Berg gespawnt im Nether. Überall buddel ich mich raus. Bist du da am Rumbuddeln? Direkt unter. Du weißt, dass wenn du die Netherrack abbaust, dass dann diese Hellfische spawnen können. Also. Echt? Zart, ne? Ah, okay. Was ist das für ein Geräusch? Erstmal, dass die dich killen. Was ist das für ein Geräusch? Warum geht das in die Luft? Wahrscheinlich ein Gast. Aber der kann mich doch gar nicht sehen. Ich muss hier raus. Wieso kann der dich nicht sehen? Weil ich hier doch geschützt bin. Yay, Creator Reward Back. Oh, und Gott, bam. Ich habe Angst gehabt. Ein Fleischgolem.
Er hat schon wieder zwei Pimmel. Nein! Theoretisch. Was macht ein Fleischgolem? Was macht ein Fleischgolem? Rumfleischen? Nein, der ist genau wie die anderen Golems, der ist nur aus Fleisch. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich wollte gerade ins ME-System reinmachen und jetzt habe ich ihn doch aus Versehen hingesetzt. doof. So, dann machen wir jetzt noch ein Turbinen-Housing. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Stahl. Turbinen-Housing. Stahl, Graphit, Nether Quartz und Cyanid. Okay, kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Oh, so viel Iron jetzt drin. Clay, wir brauchen Clay. Zack, zack, zack. Brauche ich nicht. Damit. Turbinenglas, Reaktorglas. Sulfur, perfekt. Brauche ich ja nur einen von, sehr gut. Kann ich noch was zu essen? Da, ich esse mein letztes Cherry Jelly Sandwich. Und Cherry Jelly habe ich auch. Ich bin mal ein bisschen hier. Oh, zwei Greater Reward Bags, ey. Alter, geil. Ja. Oh, jetzt ist da ein Fleischgolem davor. Vor dem Energiesystem. Ja. Deko. Ich wollte ihn da reinsetzen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Eine Writing Pick. Willst du mich verarschen? Kratz. Okay. Mutton Jerky. Na super. Redstone Flux. Hier drin gewesen. Gut, Sulfur unten. Redstone da. Bleed. Copper. Alles klar. Du kannst übrigens nochmal ein paar Quests abgeben. Ja, jetzt muss ich mir erstmal was craften. Sonst vergesse ich das Rezept wieder. Yes, wir haben Steel Powered Flight fertig. Echt Bam. Jetzt? Wow. Mhm. Und ich habe gar keine Fanfare hier. Oh ja, das ist natürlich unübertrefflich gut gewesen. Das kann ich nicht besser machen. Ja, das ist doch da? Cool. Honeycomb, 16 Stück. So, der wäre fertig. Das Wichtigste habe ich. Jetzt nochmal gucken. Jet. The Pack. Der da oben. Leather Strap. Aber ich muss erst die Leadstone Thruster machen. Dafür brauche ich Item Ducts. Und Pneumatik Servos. Bitte lass sie im Inventar im System sein. Ja. Item Ducts. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Pneumatik Servo. Einer nur noch. Schade. Aber das ist ja nicht schlimm. Forest Princess und Meadows Throne. Ah, dann gucken wir mal.